Leben, Lieben, Lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo zusammen beim Selbstliebe-Adventskalender von Leben, Lieben, Lassen. Ich liebe es, jeden Morgen mit dir so ein Türchen aufzumachen. Und heute, es ist fast ein bisschen wehmütig in mir, öffnet sich schon Türchen Nummer 23. Heute und morgen gibt's noch eine kleine Podcast-Folge mit stärkenden Impulsen und Inspirationen für dich und dein Leben. Und hier öffnet sich für dich Türchen Nummer 23. Hast du schon mal was vom Pygmalion-Effekt gehört? Der Pygmalion-Effekt ist ein wunderbares sozialpsychologisches Phänomen. Er besagt nämlich, dass sich positive Erwartungen in Bezug auf das Verhalten von Menschen tatsächlich auf deren Leistungen und Entwicklungen auswirken können. Es handelt sich also um eine Art positiver, sich selbst erfüllender Prophezeiung und einer daraus resultierenden positiven Erwartungshaltung. Pygmalion war ein Bildhauer aus der griechischen Mythologie. Er erschuf die Statue einer Frau, in die er sich unsterblich verliebte, weil er sie für lebendig gehalten hat. Und sein fester Glaube hat dafür gesorgt, dass die Götter seinem Wunsch nachgaben und seine Marmorstatue lebendig machten. Schreiben wir einem Menschen oder uns selbst positive Eigenschaften zu oder erwarten Gutes, dann erfüllt unser Glaube diese positiven Eigenschaften mit Leben. Unglaublich, aber wahr. Und es ist auch wissenschaftlich belegt. 1968 war es, da führten die amerikanischen Psychologen Robert Rosenthal und Leonore Jacobson einige Experimente an US-Schulen durch. Dabei haben sie den Lehrern mitgeteilt, dass sie aufgrund bisheriger guter Leistungen im kommenden Schuljahr eine Klasse übernehmen dürften, die sich aus den intelligentesten und besten Schülern zusammensetzen würde. Nach Ablauf des Schuljahres waren diese Klassen tatsächlich besser als alle anderen. Ihre Noten, ja selbst der IQ der Schüler lag über 20 Punkte höher. Und das Bemerkenswerte an diesem Experiment ist, die Psychologen hatten gelogen. Die Klassen setzten sich überhaupt nicht aus den Besten zusammen, sondern sie bestanden aus einer reinen Zufallsauswahl. Weil aber die Schüler selbst glaubten, zu den Besten zu gehören und auch die Lehrer ihnen viel mehr zutrauten, stieg die Leistungs- und Lernkurve steil an. In die Fachliteratur ging dieser Versuch später als Pygmalion- oder auch Rosenthal-Effekt ein und er zeigt deutlich, dass unser Wunsch nach innerer Neutralität eine vollkommene Illusion ist. Denn sobald wir eine Erwartungshaltung haben, eine innere Vorstellung, wie jemand ist, tauchen wir ihn quasi in ein goldenes Licht ein und verhalten uns auf eine bestimmte Weise, ganz unbewusst. Dafür reicht manchmal bereits häufiger Augenkontakt, ermutigende Gesten wie Lächeln oder ein freundliches Zunicken. Unser Gegenüber spürt dadurch unsere positive Erwartung und spiegelt sie fast automatisch. Übrigens, einer der Gegenspieler des Pygmalion-Effekts ist der Golem-Effekt und er funktioniert auf die gleiche Weise, nur eben negativ. Trauen wir jemandem wenig zu oder schreiben wir ihr oder ihm aufgrund von Vorurteilen negative Eigenschaften zu, dann wirkt sich das demotivierend auf das Verhalten dieser Menschen aus. Frauen können nicht einparken, lässt sich unter diesem Phänomen einordnen. Genauso wie, dass es jemand mit dem Vornamen Kevin bei der Karriere schwerer hat als ein Benjamin. Schlussendlich stehen Mädchen auch sehr oft deshalb mit Mathe auf Kriegsfuß, weil man ihnen oft genug erzählt hat, dass Mädchen kein Mathe können. So ein Quatsch. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Übrigens gilt der Pygmalion-Effekt auch für uns selbst. Wenn wir glauben, dass wir eine Veränderung erreichen können, wenn wir uns etwas zutrauen, dann ist es auch möglich. Probier es aus. Das wünsche ich dir. Von Herzen, deine Claudia. Wenn dir mein Leben, Lieben, Lassen Adventskalender gefällt, dann freue ich mich, wenn du diese Impulse auch mit Menschen teilst, denen du damit eine Freude machen kannst. Und wir beide treffen uns, wenn du magst, auf Instagram unter @lebenliebenlassenpodcast, zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Und auch da schauen wir täglich hinter die Türchen des Adventskalenders. Sponsor meines Adventskalenders ist Brain Effect, Mind Nutrition für alle Lebenslagen und gute Stimmung. Das ist, was hinter Türchen 23 vom Brain Effect Adventskalender steckt. Oh, Soulful Bar. Kakao Sea Salt, Brownie, Riegel.
Ja, die Soulful-Bahne, das sind so meine Favoriten. Die sind furchtbar lecker, außerdem noch Low Sugar mit MCT-Öl, mit viel Protein und vegan sind sie auch noch. Schau rein in den Brain Effect Shop, da gibt's die Soulful Bar und vieles andere mehr. Du bekommst 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte. Leben20, großgeschrieben, ein Wort, ist dein Rabattcode. Link zum Brain Effect Shop und Rabattcode findest du in den Shownotes. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen kommt der Weihnachtsmann am 24. Und hier öffnet sich noch einmal das Türchen des Leben lieben lassen Adventskalenders für dich mit einer kleinen Podcast-Überraschung. Freue mich, wenn du dabei bist. Nach mehr Inspirationen zum Lesen und Hören, zu Persönlichkeit und Beziehung und natürlich alles über mich findest du auf leben-lieben-lassen.de.